Hallo Freunde, ich starte für euch wieder ein neues YouTube-Video. Und zwar, ihr kennt schon mein neues Konzept. Welches Hobby hat mein Interviewpartner bzw. Partnerin? Heute ist es ein Interviewpartner, denn heute kommt der Thomas. Der Thomas wird gleich erscheinen und wir werden uns hier hinsetzen. Wir werden uns von der Eisdiele mal hier zwei Stühle holen. Das sind ganz nette Leute. Und dann werden wir uns hier vor den Brunnen setzen und dann werde ich den Thomas mal fragen, welches Hobby hat der Thomas? Natürlich sagt der Thomas wieder, er hat drei verschiedene Hobbys, aber ein Hobby davon ist wieder nur, was er wirklich ausübt. Das ist wieder Teil 1 des Videos und im Teil 2 des Videos, da werde ich dann zu dem Thomas wieder hinfahren und werde schauen, welches Hobby übt er aus und werde euch da schön wieder Videoaufnahmen zeigen von dem Hobby, was er wirklich macht. Da könnt ihr dann gespannt sein, aber zuerst könnt ihr mal raten im Teil 1, welches Hobby macht der Thomas. Und ich sehe ihn schon, Thomas ist gleich da und wir setzen uns hier hin und ich werde ihn befragen und euch wünsche ich da viel Spaß dabei, wie immer, und es geht los. Hallo Freunde, heute ein neues Interview und zwar habe ich mich mit dem Thomas getroffen und der Thomas sagt, er hat ein richtig schönes Hobby. Und ich habe hier drei Vorschläge, wo er sagt, diese Hobbys habe ich, aber wie immer, ihr müsst raten, er hat nur ein Hobby davon. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Beim ersten Hobby sagt er, er ist Papageienzüchter. Das zweite Hobby sagt er, er ist Naturschutzaktivist bei der Moorbahn. Und sein drittes Hobby ist Leiter eines Kochclubs. Thomas, da unterhalten wir uns doch mal über das erste Hobby, Papageienzüchter. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also, anfangs war es eine Liebelei mit Papageien. Wir hatten damals zwei Nymphensittiche, die dann plötzlich Gefühle bekommen haben und plötzlich lagen da drei Eier im Käfig drin, die dann auch ausgebrütet wurden. Und da habe ich dann so ein bisschen Spaß dran gefunden. Später wurden es dann immer ein bisschen mehr. Ich habe dann draußen eine Voliere gebaut, die dann, wo die Vögel auch ganzjährig drin waren. Ja. Also so ein bisschen mehr aus Zufall hat sich das aus entwickelt? Aus Zufall, ja. genau. So, ja. Später dann habe ich mir zwei Kakadus zugelegt und habe eine Gelbwangen-Amazone quasi geschenkt gekriegt aus einem Haushalt, die das hier nicht mehr haben wollten. Ja, und so fing meine Liebelei mit der Papageienzucht an. Welche Farbrichtung haben die? Gibt es da bestimmte Farben? Ja, die Kakadus, das sind Gelbhauben-Kakadus. Ja, sind von der Grundfarbe weiß, haben eigentlich nur eine gelbe Haube. Und die Gelbwangen-Amazonen sind also sehr selten hier in Deutschland. Meistens gibt es Blaustirn-Amazonen, die kennt, glaube ich, jeder. Okay. Und die Gelbwangen-Amazone unterscheidet sich, weil sie gelbe Wangen hat an der Seite. War ein Weibchen und wie gesagt, das Kakadu-Pärchen kam dann später zusammen. Und ja gut, die habe ich dann in der Wohnung gehabt. Okay. Und habe die dann quasi animiert, sich fortzupflanzen. Das animiert sich fortzupflanzen, das klingt nicht schlecht. Ja. Das war ein bisschen schwierig, weil die Vögel, das ist ja wie bei den Menschen, es muss sich auch eine gewisse Liebe entwickeln, bevor es dann richtig losgeht. Ja, okay. War ein bisschen schwierig, aber naja. Alles klar. Oh, gut. Warte mal. Dein Telefon klingelt? Ja, ich muss mal kurz abwürgen hier. Ja, geh ruhig mal. Ich rufe später zurück. So. So, ihr seht schon, ein vielbeschäftigter Mann. Es ist schon schön, dass ich heute einen Termin gekriegt habe mit dem Thomas. Ja, kannst du froh sein. Deswegen, ja, das ist so. Und dann kommen wir zu deinem zweiten Hobby, angeblichen zweiten Hobby, Naturschutzaktivist bei der Moorbahn. Was macht man da? Ja, ich sag extra Naturschutzaktivist und nicht Klimaaktivist, weil die Klimaaktivisten, die gehen mir halt doch ein bisschen zu radikal für die eine Sache vor. Naturschutzaktivist nenne ich mich. Ich bin bei der Moorbahn aktiv. Wir sind im Großen Moor bei Gifhorn. Unser Sitz ist in Westerbeck. Wir führen Besucherfahrten mit unserer kleinen Moorbahn. Das ist eine Schmalspur-Eisenbahn. Führen wir durchs Große Moor und erklären dann halt den Leuten, was früher war, heute, was in Zukunft ist. Okay. Gut, das ist dein zweites Hobby, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Dein drittes Hobby, habe ich mir sagen lassen, du leitest einen Kochclub. Ja. Das ist Was ist das? Was macht man da? Das ist auch so eine Zufallssache. Ich koche sehr gerne
Und habe mich dann mit Freunden ab und zu mal getroffen, wo wir dann abends mal zusammen gekocht haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal so einen Kochclub gründen. Mittlerweile sind wir 20 Mitglieder in diesem Kochclub. Jeden Monat kochen zwei andere. Das Thema wird dann von den beiden vorgegeben oder wird ausgesucht von... Gut, okay, das war ja schon mal ein schöner Einstieg. Jetzt kennt ihr schon mal die drei angeblichen Hobbys vom Thomas. Papageienzüchter Nummer 1, Naturschutzaktivist bei der Moorbahn Nummer 2 und leitet einen Kochclub Nummer 3. Hobby Nummer 2, Naturschutzaktivist bei der Moorbahn. Ja, wie muss ich mir das vorstellen bei der Moorbahn? Erzähl was über die Moorbahn. Also, die Moorbahn, das ist ja ein richtiger Verein. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, etwas über das Moor an unsere Besucher weiterzugeben. Das heißt, Informationen über das Moor ist ja heutzutage auch wichtig, gerade wegen dem CO2-Wandel. Das Moor ist ja ganz wichtig dafür, für die CO2-Speicherung. Mhm. Aber nicht nur jetzt wegen dem CO2-Speicher, sondern viele aus unserer Region wissen nicht, dass wir hier bei uns so was Schönes haben, ein schönes Moor haben. Okay. Und wir erzählen den Leuten halt auf unserer Rundfahrt, die wir dann machen, alles Wissenswerte. Was heißt Rundfahrt? Fahrt ihr da mit einer Dampflok dann durchs Moor oder wie stelle ich mir das vor? Ja, eine Dampflok nicht. Also wir haben eine Diesellok, eine alte von 1950. Ja. Mit der fahren wir auf einem Rundkurs durch das Moor. Ah ja, okay. Und haben dann zwei Aufenthalte, zwei Ausstiege. Ja. Wo wir den Leuten halt das Moor dann näher bringen. Ach so, da kann man als Gast kann man das mitfahren buchen? Genau, man kann da mitfahren, man kann sich online anmelden über unsere Vereinsseite. Kann man als Gast mitfahren? Ja. Oh, das klingt interessant. Ja, ist eine schöne Sache. Wenn das das Hobby ist, nicht schlecht. Ja. So, Nummer 3, Leiter eines Kochclubs. Ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt... Genau, wo trefft ihr euch zum Beispiel? Immer verschiedenen Orten? Nee, wir haben tatsächlich einen festen Raum, das ist ein alter Wehrturm. Ah, okay. Hier in der Nähe, den haben wir dann ausgestattet mit Küchengeräten und Utensilien, die wir halt zum Kochen brauchen. Ja. Und da treffen wir uns regelmäßig alle zwei Wochen und besprechen dann halt die nächsten Aktivitäten beziehungsweise bestimmen dann die nächsten beiden Kollegen, die dann halt das Thema für den nächsten Monat aufbereiten und die Sachen halt planen. Das waren schon wieder ein paar mehr Informationen für euch. Und wie gesagt, das ist der erste Teil des Videos. Welches Hobby hat der Thomas? Ich wiederhole es nochmal. Nummer 1, Papageienzüchter. Nummer 2, Naturschutzaktivist bei der Moorbahn. Und Nummer 3, Leiter eines Kochclubs. Er hat dazu was erzählt. Und ihr könnt schon beurteilen, was könnte es denn sein? Ich frage ihn gleich weiter. Wir wechseln noch mal so ein bisschen die Position. Jetzt kommt auch die Sonne so ein bisschen raus. Dann haben wir ein bisschen Glück, dass wir schönes Licht hier haben für die Aufnahme. Und wir machen gleich weiter. Kleine Pause und es geht gleich weiter. Wie wertvoll ist so ein Papagei? Was kostet so ein Papagei? Ja, das ist verschieden. Es kommt natürlich auf die Art an. Also Kakadus, junge Kakadus, die liegen so zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Ui. Ja, aber... Die sollten eigentlich nicht einzeln gehalten werden, sondern immer paarweise. Okay. Das heißt, wenn man sich überlegt, sich so ein Tier anzuschaffen, muss man auch bereit dafür sein, ein zweites Tier anzuschaffen. Und da ist man dann locker mal bei 5.000, 6.000 Euro. Männchen, Weibchen oder ist egal? Nee, ein Pärchen ist natürlich vorteilhafter. Ne? Weil die Männchen, je älter die werden, versuchen natürlich auch ihr Revier zu verteidigen. Ja, okay. Das ist gerade auch in der Brutzeit ganz schlimm oder wenn die in Stimmung sind. Also ich musste das eine Mal schon mit einer Kehrschaufel reingehen, damit ich nicht angegriffen werde. Ja? Okay. Und wenn das ein dominantes Männchen ist, die haben auch Kraft. Ja. Ne, bei einer Flügelspannweite von so mindestens 60 cm. Ja. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ne? Dann kommen wir nochmal zu Hobby 2, Naturschutzaktivist bei der Moorbahn. Also du bist, wie soll ich das sagen, bist Fahrer, Zugführer der Moorbahn. Ja, also ich, du fährst den Triebwagen so zum Beispiel und habt ihr, ich nehme mal an, Anhänger, wo dann die Gäste mitfahren können? Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, die alte Diesellok, die wir da haben. Wir haben 6 Anhänger, wo wir maximal 50 Leute oder Besucher mitnehmen können. Ich bin nicht nur Lokführer, ich bin da auch die Person, die Vorträge hält an den Ausstiegen. Okay.
ja, und das ist immer ganz toll. Jede Fahrt, die wir machen, ist immer anders. Ja, ja, wir haben auch viele Kindergärten, die bei uns mitfahren. Da muss man das Programm natürlich ein bisschen anders gestalten für die kleinen Kinder. Aber dem macht das auch viel Spaß. Was macht dir an dem Kochclub am meisten Spaß? Ja, also erstmal, dass wir eine unwahrscheinlich tolle Gemeinschaft sind, die alle auf einem Level sind. Und dass jeder seine Ideen, Gedanken mit reinbringt. Ne, und die wir dann zusammen bereden, das macht unendlichen Spaß, auch so einen Menügang zu erstellen. Zu kreieren, ja. Ne, ja. Zu kreieren, also diese ganze, ja, und natürlich das gesellige Beisammensein dann hinterher. Ne? Das ist natürlich auch sehr förderlich für die Gemeinschaft. Okay. Dann frage ich auch bei der Moorbahn, was macht dir da am meisten Spaß? Ja, am meisten Spaß machen wir natürlich die Fahrten, wo wir den Leuten viel Informationen geben können. Die sind auch sehr dankbar darüber, freuen sich darüber. Gerade auch die Kindergärten, wenn die Kinder kommen, die Kleinen, und wir erzählen ihnen dann halt eine Geschichte über das Moor und zeigen denen dann Bilder von Tieren. Wir gehen dann mit denen noch ins Moor rein, richtig, und die fangen dann an, die Tiere zu suchen und. Also das ist immer ganz toll, ne? Und okay. Das macht echt Spaß. Ne? Das glaube ich dir. Was macht dir bei der Papageienzucht am meisten Spaß? Also am meisten Spaß hat mir gemacht, zu sehen, wie sich die Tiere entwickeln. Von dem Ei quasi bis zum Schlüpfen und dann das Aufpäppeln, dieses Beobachten der Elterntiere, wie die Aufzucht gestaltet wird, wenn die dann flügge werden und die ersten Federn bekommen. Also das ist so interessant, das ist bei jedem Tier ist das anders. Ja. Und das ist so interessant, da zuzuschauen, und das macht unendlich viel Spaß. Okay, Thomas, da bedanke ich mich erstmal für deine Informationen und deine Hobbys. Und ihr dürft jetzt wieder, das ist Teil 1 des Videos, YouTube-Video, wieder auf meinem Kanal, Cap Story mit Bernie. Und ihr dürft jetzt wieder raten, welches Hobby macht der Thomas wirklich? Ist er Papageienzüchter? Ist er Naturschutzaktivist bei der Moorbahn? Oder ist er Leiter eines Kochclubs? Ihr dürft jetzt wieder raten. Im Anschluss des Videos, ein paar Tage später, veröffentliche ich den zweiten Teil und dann werde ich zu Thomas hinfahren. Da, wo er wirklich sein Hobby macht, werde ich dann ein Video drehen und werde euch zeigen, was macht der Thomas wirklich, und werde euch sein Hobby näher bringen, werde Eindrücke vermitteln, und dann könnt ihr schauen, was macht der Thomas wirklich, was ist sein Hobby, was macht ihm Spaß, und dann könnt ihr auch schauen, ob ihr richtig geraten habt. So, für heute schließen wir den ersten Teil erstmal ab. Thomas, ich bedanke mich fürs Interview. Ja, gerne, Bernie. Ja? Und ich komme zu dir zum Teil 2. Wir sehen uns. Und dann kriegen wir raus, was du wirklich machst. Ja. Alles klar. Alles klar. Ich danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey.